Moin Mädels, moin Jungs. Ich mache jetzt hier meinen privaten Jahresrückblick auf 2020. Ne? Der wird jetzt aufgeteilt in ein paar Teile. Erster Teil, wo ich über mein Jahr talk. Dann den Teil, wo ich über mein Hobby-Fotografie talk, wo man dann auch die nice Bilder sieht. Und das war's eigentlich schon. Da kommt am Ende noch eine nette Botschaft, you know. So, fangen wir an. 2020. Was ein verrücktes Jahr für uns alle. Das war ziemlich beschissen. Wegen Covid-19. Ne? Der erste Lockdown. Da fängt das Jahr erst richtig an, musst du dir überlegen. 22. März hat er angefangen. Wobei, davor war das erste Highlight von meinem Jahr. Das war das, wo wir die Tattoos bekommen haben, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann habe ich gerne während dem ersten Lockdown den ersten Discord-Server gemacht, damit wir uns hier immer in Kontakt halten tun, ne? Und da haben wir dann angefangen, zusammen Scribble oder Stadtland-Fluss zusammen zu spielen. Das war wirklich, wirklich nice, ne? Dann war während dem ersten Lockdown der Freund von meiner Schwester 2 Wochen lang da, weil Gründe. Und da haben wir den ersten richtig geilen Jahresinsider, der es auch in mein Hörspiel geschafft hat, ne? Ich mach das mal vor. Wir sind die Gebrüder Bruder. Da bist du wohl auf einen Streich von uns reingefallen. Oh mein Gott, bist du dumm. So, verstehst du, ne? Das tust du verstehen, tun. Die Gebrüder Bruder. Wie eine alte Comicserie. Das sind quasi die Bösewichte von Disneys grüne Pause, ne? Verstehe ich. So. Dann habe ich später ein bisschen, kurz nach dem ersten harten Lockdown, 2 Schrauben in meinen Kiefer bekommen für meine Zähne, ne? Für meine Implantate. Dann durfte man sich so langsam wieder mit ein paar Leuten treffen, so zu 4. oder zu 5. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann hätten wir Abitur. Ne? Das Abitur, das war dann ganz komisch mit den ganzen super Regulationen und so weiter. Und Online-Schule generell. Alles übel weird. Dann hätten wir uns wieder treffen dürfen danach. Das haben wir dann auch ganz oft gemacht. Und haben ein bisschen uns getroffen und Karten gespielt und da hätten wir dann, ne, zusammen eine richtig geile Zeit gehabt. Dann später, nachdem ich hier bei der Post fertig war, konnte ich mich dann endlich zum Studium bewerben, hab meinen Platz bekommen an der Uni Augsburg und studiere jetzt Lehramt Realschule, Englischgeschichte. Und dann bin ich ausgezogen für eine Woche, weil dann der harte Lockdown beschlossen wurde und dann bin ich wieder zurück nach Hause. Also hier nach Gundremmingen, ne? Weil ich wollte dann Weihnachten schon mit meiner Familie verbringen und ich meine wegen Corona konnte ich eh in Augsburg niemanden kennenlernen. Das war dann ein Problem. Deswegen nehme ich jetzt hier mit meinem schlechten Mikrofon auf. Ich hoffe, dass man das irgendwie aushalten kann. Ich glaube nicht. Oh, jetzt kommen wir zu meinem Favorite-Teil. Fotografie. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet, ne? Da fangen wir an. Sogar noch in 2000,
19. Ne? Privater Jahresrückblick. Habe ich hier ein paar Fotos. Ich mache das Foto nur rein, weil es echt geil ist. Mein Opa hat gesagt, ey, das Foto sieht so aus, als wäre das von einer Postkarte. Hast du das wirklich gemacht? Weil da hast du halt wirklich alles dabei. Da hast du hier die Sonne durch die Wolken, du hast den schönen Hafen und das schöne Boot. Und die Atmosphäre vom Bild ist einfach nur Töfte, richtig schnieke, absoluter Oberhammer. Belohnendes Bild, sag ich euch, meine Freunde. Dann war ich später im Jahr mit ein paar super geilen Sahneschnittchen. Segeln, da seht ihr jetzt auch nochmal drei kurze Bilder, ne? Das war eine sehr geile Zeit, die After-Abi-Segelnfahrt, ne? Dann war ich zwischendrin in der Breitachklamm im Urlaub. Da habe ich dann auch nochmal ein richtig geiles Bild gemacht, mein second most favorite picture of all time. Spinnenweben in der Ritze. Geiler Titel, ne? Dann hat man Urlaub, hier Silberhochzeit von meinen Eltern. Da habe ich ein Bild gemacht, wo man sich denkt, Alter, wie kann das Wasser so geil sein? Das spiegelt ja komplett geil. Das ist belohnend. Und dann habe ich hier noch ein paar sonstige Bilder von dem Lagerfeuer, wo wir zusammen gemacht haben. Ein paar Pilzen, weil das irgendwie schon cool aussieht. Noch einmal zwei Spiegelungsbilder, ein paar Blumen und wieder Spinnenweben. Diesmal aber plus Schnee. Oh, und dann noch ein random Bild von einer fetten Hummel, wo man richtig schön den Booty mit den Pollen sehen kann. Die war fleißig. Kommen wir zu meiner Message. Wie heißt denn das? Nachricht an euch, meine Freunde. Ich hoffe, dass dieses Jahr alle irgendwas gelernt haben. Für mich waren das ein paar Dinge. Zum Beispiel, dass du machen sollst, wo du viel Spaß mit hast, ne? Solange du niemanden damit was antust, sollst du machen, was dir am meisten Spaß bringt. Ob das jetzt eine Arbeit ist oder einfach nur deine Freizeit, mach das, was dir Spaß bringt, solange du niemanden damit was tun tust. Ne? Und du sollst aber dann auch andere das tun lassen, was sie wollen, wenn sie niemandem wehtun. Ich bin dankbar für das Jahr, weil das hat hoffentlich allen hier gezeigt, dass wir das, egal was kommt, durchschaffen und wir ziehen die Sache durch. Ne? Wir sind zusammen stark und unsere Freundschaft ist einfach unter die Haut gegangen, verstehst, wegen dem Tattoo. Guter Witz, nicht wahr? Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns mit den richtigen Leuten zusammendommen tun. Dann würde ich noch sagen, dass Krankenschwestern mehr bezahlt werden sollten und ich hoffe, dass die Covid-Krise das dem Government hier gezeigt hat, dass die Nurses hier, die Krankenschwestern, die Backbone of the Society ist, aller Ehre. Ich wünsche euch für 2021 das Beste für euer Mental Health, für euer Brain und für euren Körper, dass ihr nicht krank werdet und so. Und seid dankbar für das, was ihr habt, weil das haben nicht alle. Wir haben geiles Sozial- und Gesundheitssystem in Deutschland. Ist belohnend. Ja, müssen uns keine Sorgen machen wegen Geld. Wir haben geile Freunde. Das ist einfach nur nice. Passt auf eure Freunde und Familie auf. Sucht euch eure Liebsten raus hier. Kümmert euch immer umeinander. Wir sind immer für uns da.
Und ja, Freunde und Familie sind die wichtigsten Leute in eurem Leben. Und versucht am besten jeden Tag, egal wie scheiße der auch sein mag, mit dem Lächeln aufzuwachen, weil es macht den Tag einfach schöner. Lachen. Ihr sollt mindestens einmal am Tag lachen. Und wenn ihr euch dazu zwingt zu lachen, denkt einfach daran, keine Ahnung, wie lustig ich bin oder so. Weil wenn ihr lacht, dann sagt euer Brain, Alter, der Typ ist happy. Lass mal Endorphine ausschütten. Und dann seid ihr auch happy. Selbst wenn ihr euch dazu zwingt. Das fühlt sich am Anfang ganz komisch an. Ich lache mindestens einmal am Tag. Und auch wenn es nur ein Witz ist, wo ich mir denke, oh, da reicht ein X, wie heißen die Scheiße? Enhanced Nose Exhale, ein sowas in die Richtung. Dann lache ich anstattdessen, weil das bringt mehr Endorphine als ein Enhanced Nose Exhale, you know. Und das sind eh die kleinen Dinge im Leben, die euch im Endeffekt ein glückliches Leben machen. Weil die kleinen Dinge passieren jeden Tag und die großen Dinge, die passieren vielleicht ein, zweimal im Jahr. Dann möchte ich mich ganz besonders bei euch bedanken, bei meiner Familie, aber noch fast mehr bei den Geräucherten, weil ihr seid meine nächsten und meine liebsten und besten Freunde, die ich jemals hatte. Und wir hatten so viele schöne Zeiten zusammen und auch so viele schöne Abende auf Discord, wo wir nicht zusammen sein konnten. Und wir sind immer alle füreinander da. Und Gelinde, du hast gesagt, setz dich hin und mach das Hörspiel, weil wenn du dich nicht hinsetzt, dann passiert auch nie was. Und das habe ich dann gemacht. Danke an Natti, dass du gekommen bist und hier das aufgenommen hast mit mir zusammen. Und danke dafür, dass du meine kleinste Schweinefreundin bist. Und danke an meine Familie, weil ihr euch immer um mich kümmert und immer für mich da seid. Egal wie und wann und warum und wie lange und so weiter. Und ja, das war so ungefähr mein grober Jahresrückblick mit meinen persönlichen Highlights. Weiß nicht, wie viele Bilder ihr hier seht und so weiter. Muss ich alles noch im Editing gucken, aber das ist auch egal. Hoffe, ihr habt euch das angehört. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr lang, aber das ist mir egal. Ich hoffe, wir können uns bald mal wieder alle treffen zusammen. Und ich bedanke mich für dieses Jahr und freue mich auf ein geiles 2021, meine Freunde. Haut's rein, euer Lancelot.